Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen bei Freyas Orakel und Humanenergetik. Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Wir wollen jetzt mal in die Spiegellegung reingucken, und zwar wie du dich mit deinem Gegenüber spiegelst, so rum. Und da schauen wir jetzt mal hier auf die Hauptenergien, die zwischen euch gerade sind. Dann schauen wir auf seine Gedanken, nächsten Schritte und Gefühle und natürlich auf deine Gedanken, Gefühle und auch die nächsten Schritte deines Gegenübers. Und am Abschluss machen wir hier wieder so eine kleine Legung, wo wir dann nochmal drauf schauen, wo geht's denn generell mit euch beiden hin? Ja, also, wenn du das jetzt nicht verpassen willst, dann bleib bitte dran. Ich bedanke mich auch gleichzeitig für eure lieben Kommentare, für eure Likes, für eure Abos. Ich begrüße ganz herzlich alle neuen Abonnenten auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Ohne euch gäbe es nämlich meinen Kanal nicht. Und deswegen möchte ich euch hier gerne auch mal wertschätzen und euch ein ganz, ganz liebes Dankeschön aussprechen. Ja, ich würde sagen, wir starten, ne? Also denk jetzt mal schön an dein Gegenüber, was da gerade so Phase ist und was es vielleicht gerade geht. Und da könnte das jetzt dein Orakel sein. Bedenke bitte, das ist eine Kollektivlegung, aber wenn du jetzt hierher geführt wurdest, hat es vielleicht auch einen Sinn, ne? Wenn dich diese Überschrift hier angesprochen hat. Und wenn du jetzt als Mann so schaust, schau bitte, in welcher Rolle du dich jetzt wiederfindest, ob auf der weiblichen Seite oder auf der männlichen Seite. Manchmal spiegelt sich das alles und ist dann noch spiegelverkehrt. Wenn du jetzt aber sagst, nee, das passt nicht hier zu mir, ne, und mein Gegenüber, ich habe noch andere Spiegellegungen hier, die sind alle zeitlos. Schau mal, ob dich da irgendetwas anspricht. Und wenn du es ganz, ganz genau wissen möchtest, dann können wir das auch hier nochmal so machen, ne, dass du kannst so eine persönliche Legung bei mir buchen. Die Spiegellegung kostet 28 Euro und da kannst du nochmal bei dir und dein Gegenüber genau reinschauen. So, ja, dann möchte ich mal noch was ganz anderes ansprechen. Und zwar hatte ich heute Morgen eine ganz, ganz liebe Kundin. Und also ich bin immer wieder entsetzt über einige, ich möchte jetzt um Gottes Willen keine Kartenleger schlecht machen, ja, um Gottes Willen nein, es gibt tolle Kartenleger hier, ne, und ich bin auch jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf Konkurrenz bedacht bin, aber ich war so erschrocken, als mir diese Kundin sagte, dass sie bei einer Kartenlegerin war und diese Kartenlegerin ihr sofort gesagt hat, dass sie sich von ihrem Herzensmenschen trennen soll, egal wie schlimm das gerade da aussieht, und ja, dass sie danach noch ein Zauberritual machen soll. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn ich solche Sachen höre. Und diese Kundin hat sich danach so mies und schlecht gefühlt, dass sie, ja, dass es ihr richtig schlecht danach ging, ne? Also woran erkennt man einen seriösen Kartenleger? Und davon spreche ich jetzt nicht nur von mir, sondern auch von anderen. Einen seriösen Kartenleger erkennst du daran, dass die Person nur das Beste für dich will, dass sie dir nicht noch andere Sachen aufschwatzt, ne, wo man vielleicht auch einen Haufen Geld noch bezahlen muss. Einen seriösen Kartenleger erkennst du auch daran, dass du dich gut aufgehoben bei der Person fühlst, ne, dass diese der Person empathisch ist, dass die auch beim Kartenlegen mit ihrer oder mit seiner Intuition hier legen tut und dass man nicht nur immer was Gutes sagt. Also, wenn es gerade bei deinem Gegenüber vielleicht nicht so gut aussieht, dann merkst du auch, wenn du hier eine Kartenlegung bei einer Kartenlegerin oder bei einem Kartenleger machst, merkst du natürlich auch, ja, dass das wirklich dein Thema ist, ne? Gib der Person auch nicht so viel Dinge im Vorfeld, ne? Weil eine gute Kartenlegerin oder einen guten Kartenleger, der kann dir ja sagen, sowieso wie deine Situation gerade so ein bisschen aussieht, ne? Und das ist immer das, was ich sage. Außerdem ist nicht nur immer alles Friede, Freude, Eierkuchen in der Kartenlegung, sondern eine seriöse Kartenlegerin, Kartenleger sagt dir hier auch ganz knallhart, na, nicht knallhart, aber wirklich mit Mitgefühl, wenn sich hier irgendwelche negativen Dinge ereignen sollten oder wenn es vielleicht auch nicht so gut aussieht, ja. Und daran erkennt man eigentlich einen seriösen Kartenleger, dass der hier nicht nur die Liebe hochhimmeljauzen von Himmel reinbringt oder sagt, sondern dass er oder sie dir natürlich auch sagt, ja, wie sieht's gerade aus? Sind bei Enttäuschungen, sind Verletzungen, ist vielleicht eine Trennung oder ein Ende in Sicht oder
kommt hier wieder was ins Wachsen, kann darüber überhaupt noch irgendwas draus werden, ja? Und das sind einfach alle Energien enthalten, ne? Wie es ganz einfach im täglichen Leben so ist. Es ist ja nicht jeden Tag nur Sonnenscheintag, es ist ja auch an manchen Tagen, ist ja auch beides drin, ne? Einmal fühlt man sich gut, einmal fühlt man sich schlecht, dann gibt es vielleicht mal Streit, dann verträgt man sich wieder, dann ist das Ganze wieder harmonischer, ne? Und daran erkennt man halt einen guten Kartenleger, dass er dir diese Energien auch wirklich frei, offen auflegt oder auslegt und darüber auch spricht, wie es gerade bei euch auch ist. Ne? Und da war ich echt entsetzt, wo mir dann gesagt wurde von dieser Kundin, dass hier wirklich eine Kartenlegerin versucht hat, ihr zu sagen, sie soll sich doch von dem Herzensmenschen trennen, an dem sie die ganze Zeit schon hängt. Diesem Herzensmenschen ging es auch nicht gerade gut und dann soll sie ihn noch fallen lassen und sich noch von ihm trennen. Also das ist, finde ich, überhaupt nicht schön, ne? Muss ich ehrlich mal sagen. Und ja, und dass die Person sich dann danach noch schlechter gefühlt hat und dann vielleicht noch so ein Zauberritual, also erst soll sie sich von dem Menschen trennen und dann soll sie noch ein Zauberritual machen, also das finde ich absolut nicht gut, ne? Das muss ich jetzt mal ehrlich so sagen. Und deswegen sage ich immer, bei einem Kartenleger muss man sich wirklich gut aufgehoben fühlen. Ne? Weil ein seriöser Kartenleger ist auch nicht auf das Geld aus, sondern darauf, dass es dir im Endeffekt auch besser geht danach. Ja, egal was hier rauskommt. Und dass du dich auch aufgehoben fühlst. Weil ein guter Kartenleger hebt dich danach auch auf, egal ob da gerade eine bisschen schlechtere Mitteilung ist in der Kartenlegung. Der Kartenleger versucht dich trotzdem irgendwie da aufzuheben, dir Kraft zu geben und dass du auch weitergehen kannst, dass du auch dann besser durchblicken kannst. Ja, und darum geht es mir auch, wenn ich jetzt meine Kunden berate. Und ja, das sollten sich vielleicht nochmal, wenn jetzt hier Kartenleger dabei sind, auch viele ans Herz legen. Und es gibt sehr, sehr gute Kartenleger, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass hier viele andere Kartenleger schlecht sind. Nein, um Gottes Willen. Ne, es gibt sehr, sehr tolle Kartenleger und ja, ich finde das auch richtig schön, dass dann manche, man merkt ganz einfach bei den Kartenlegern, ob sie so mit der Intuition arbeiten, ob sie im Mitgefühl sind und ob sie dich auch gut aufheben können, ne? Und darum geht's dann. So, jetzt ist meine Gesprächsstunde zu Ende. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gequatscht habe. 6 Minuten, oh Gott. Vielleicht hast du eh schon vorgespult, wenn dich das hier nicht interessiert, aber jetzt gehen wir mal in die Kartenlegung rein. Nochmal ein ganz liebes Entschuldigung, dass ich euch so voll gequatscht habe jetzt. Ja, aber ich musste das jetzt wirklich mal sagen. Und ja, ich habe die Kundin extra dazu gebeten, dass sie vielleicht nochmal, ne, ob ich darüber auch reden darf. Und sie hat mir das okay gegeben dazu. So, weil es ganz einfach auch mal wichtig ist für andere. Ne? Also achtet immer gut darauf, wen ihr kontaktiert. Und genau, ich meine, ein Kartenleger kann euch jetzt natürlich was anderes empfehlen, wenn es für euch gut wäre. Aber nicht so eine Empfehlung, trenn dich und dann mach ein Zauberritual, damit ihr wieder frisch zusammenfindet. Also das geht absolut nicht. Ne? Okay. Also, wie sieht es gerade bei dir und deinem Herzensmenschen jetzt hier aus? Da wollen wir gucken, was sind die Hauptenergien? Was sind die Hauptenergien? Standfestigkeit und klare Gedanken. Ne, was haben wir hier noch? Oh, ja, vielleicht hat so eine Energie, also bei dir, dein Gegenüber kann sein, dass es jetzt zu schlagartigen Veränderungen kommen wird mit der Hakalas, ne, die schlägt da so ein bisschen rein und aber diese Veränderung, die scheint etwas Gutes zu sein, weil dadurch bekommst du wieder frische Aspekte in dein Leben, also du und dein Gegenüber. Dadurch kommst du zu klaren Gedanken und dadurch gewinnst du wieder an mehr Festigkeit, mehr Standhaftigkeit und mehr Erdung. Ja? So, was sagen die Lektionen deiner Seele? Was ist so das seelische Thema bei dir und deinem Gegenüber gerade? Da geht's um Schuld. Ich lasse alle Überzeugungen los, die dem Wachstum meiner Seele im Weg stehen. Ja, vielleicht
versuch dein Gegenüber oder du dein Gegenüber hier noch so ein bisschen Schuld zuzuweisen, ne, indem man sagt, du bist dran schuld oder er denkt, du, sie ist dran schuld, ne, solche Sachen. Aber man soll diese Überzeugung jetzt mal loslassen und alles, was hier sowieso ist, dient sowieso alleine immer dem Wachstum von dir selbst oder besser gesagt von eurer Verbindung. Was sagt die Akasha-Chronik dazu, so im Weltlichen bei dir und deinem Gegenüber? Da geht es um gesunde Grenzen, ja, dass man sich einfach mal hier Grenzen setzt, ne? Dass dein Gegenüber aufhört, deine Grenzen hier zu überschreiten, dass du ihm vielleicht auch oder er dir vielleicht auch diese Grenzen aufsetzt, indem er sagt oder du sagst, bis hierhin und nicht weiter, ja, du kannst das machen, bis dahin und alles, was darüber hinausgeht, das lasse ich nicht zu. Ja, oder dass du vielleicht zu deinem Gegenüber dann solche Sachen sagen könntest, mir reicht es jetzt, du hast den Bogen überspannt. Es wär gut, wenn wir uns darüber nochmal unterhalten oder ne, wenn du hier meine Grenzen jetzt nicht überschreiten tust oder manche Gegenüber sind ja auch so, die nutzen ja auch aus, ne? Und du lässt das auch mit dir machen, dass du dann sagst, nee, ich lasse das nicht mehr mit dir machen. Jetzt geht's mal nach meinen Regeln oder jetzt denke ich auch mal an mich. Ja, und da ist mir die Karte gleich aus der Hand gefallen. Du sollst aber nicht dein Herz dabei verschließen. Ja, du sollst da wirklich mit offenen Herzen das sagen, aber halt wirklich verständlich. So, welche Gedanken hat dein Gegenüber denn in deine Richtung? Welche Gedanken hat dein Gegenüber in deine Richtung? Oh, das sind schon mal, er denkt hier über diese tiefen Gefühle nach oder über diese Wunscherfüllung. Welche Gedanken hat dein Gegenüber noch? Bitte 1, 2 Karten. Okay, er macht eine Neuausrichtung. Okay, das hat sich zuerst gezeigt. Ja, also dein Gegenüber macht sich gerade Gedanken, wie man hier wieder. Also, der hat, und wenn du dich jetzt gefragt hast, ob er oder sie Gefühle für dich hat, kann ich dir schon mal sagen, ja, ne? Und dein Gegenüber möchte hier noch Entscheidungen treffen. Also darüber macht sich dein Gegenüber gerade Gedanken, wie man diese ganze Sache hier wieder stabiler machen kann. Also Tiefe, wenn du dich gefragt hast, hat mein Gegenüber Gefühle für dich, kann ich dir zusichern, es sind tiefe Gefühle. Guck, und da bist du, ne? Tiefe Gefühle für dich. Und man will hier eine Lösung finden für diese ganze Sache, die vielleicht gerade bei dir und deinem Gegenüber da ist. Man richtet sich ja mehr auf das Gleichgewicht wieder auf das Stabile. Oder auch, es kann natürlich sich auch um berufliche Dinge handeln, dass man da noch irgendwie eine Entscheidung treffen möchte. Ne, das kann nämlich auch hier mit einer Wunscherfüllung in den Finanzen auch noch zu tun haben, wenn du und dein Gegenüber vielleicht auch ein berufliches Thema hast. Kann aber auch beides gleichzeitig sein, ne, dass hier das Berufliche angezeigt wird. Er hat einen Wunsch mit den Finanzen, da irgendwas zu verändern, eine Neuausrichtung zu machen, vielleicht eine Neuausrichtung im Beruflichen oder eine Neuausrichtung, dass hier wieder mehr Gleichgewicht bei euch reinkommt. So, welche Gedanken hast du in die Richtung deines Gegenübers? Du willst was klären, ne? Also, du möchtest etwas klären hier in deinem Inneren, vielleicht auch oder über Emotionen. Ja, du hast auch den Brunnen da. Was wünschst du dir denn? Ja, du wünschst dir wieder mehr Wachstum hier. Ja, also du wünschst dir jetzt mehr Wachstum hier in dieser Verbindung wieder, dass hier wieder was ins Wachsen reinkommt. Vielleicht klärt man aber auch noch einige Sachen, die jetzt mit Ängsten zu tun haben. Ne? Vielleicht denkst du manchmal, dein Gegenüber täuscht dich so ein bisschen in der Liebe. Also das sind so deine Gedanken in die Richtung deines Gegenübers. Ja, ne? Vielleicht möchtest du, tust du das aber auch so im Inneren nochmal bereinigen mit dir. Vielleicht denkst du drüber nach. Ich würde mir hier schon gerne wünschen, dass hier wieder was ins Wachsen reinkommt, dass mehr Emotionen wieder mit reinkommen, ne, dass sich mein Gegenüber vielleicht wieder bei mir öffnet und dass es hier ganz einfach jetzt weitergeht. Ne? Also du denkst schon hier drüber nach, dass das Ganze in die Heilung, in den Wachstum reinkommt, wieder in eine Beständigkeit hier. Ne? Ja, aber manchmal kann es vielleicht auch sein, dass du noch so ein paar innerliche Konflikte hast hier mit den Ruten und dem Mond, ne, und dass du dir da auch eine Heilung reinwünschst in diese Sache. Okay, schauen wir mal auf seine Gefühle. Was hat denn dein Gegenüber, was fühlt er denn in deine Richtung gerade? Ja, er hält hier noch so ein bisschen an Ängsten oder Unklarheiten fest.
komm. Hopp. Also Liebe ist auf jeden Fall da, kann ich schon mal sagen. Ne? So, okay. Ja, also mir kommt jetzt hier rein. Ne? Er hält hier an irgendwelchen Ängsten oder Unleiden fest, dein Gegenüber noch. Ne? Das kann mit einer anderen Person noch zu tun haben, dass man da noch eine Lösung findet dafür. Das kann jetzt alles sein, Mutter, andere Frau, noch Partnerin oder auch dieses Komplizierte, dass man vielleicht an diesen komplizierten Unleiden oder Ängsten noch festhält. Man möchte aber hier eine sichere Lösung finden und das für dein Gegenüber ganz einfach. Er hält hier noch so ein bisschen an diesen Unleiden und Ängsten fest, an diesen Konflikten vielleicht auch mit dir oder ne, wenn es mit einer anderen Person noch hier mit zu tun hatte, dass sie noch reingegrätscht hat, kann, muss aber jetzt nicht und man möchte hier eine Lösung finden, wie man hier auch wieder liebevoller aufeinander zugehen kann, wie man hier wieder dir mehr Sicherheit in der Liebe geben könnte, weil ich sehe, hier ist das Herz, man hält dir an dieser Liebe fest, ne? Also mit deinem Gegenüber, da hält man an der Liebe fest, ja. Also sozusagen sind das schöne Gefühle, die ich hier reinkriege, außer diese Unklarheiten, Ängste und dieses Komplizierte, was da noch drin ist. Schauen wir mal, was bei dir ist. Was fühlst du denn in die Richtung deines Gegenübers? Und da hat es mir die Karte erstmal weggeschmissen. Moment. Okay, du willst Klarheit, na klar. Ne? Weil bei dir ist es zurzeit irgendwie so in Gefühlen auch blockiert. Vielleicht blockierst du dich auch so ein bisschen, weil du hier jetzt einfach mal Klarheit finden möchtest. Ne? Und das belastet und enttäuscht dich natürlich auch. Ja? Und jetzt gucke ich mal, was blockiert denn da so? Warum ist das blockiert mit dem Berg? Ja, wegen dem Neuanfang, ne? Also wenn es jetzt hier um finanzielle Themen geht, dann geht es ganz einfach entweder um die Kinder oder um den Neuanfang mit den Finanzen, ne, dass er, wenn er irgendwas Neues beginnt, dass da irgendwas blockiert hier bei dir. Aber wir sind ja in der Gefühlsebene und ich denke mal, es geht eher hier entweder um Kinder oder um einen gefühlsmäßigen Neuanfang, dass du das hier noch so ein bisschen blockieren tust, weil du erstmal irgendwie Klarheit haben möchtest, ja. Und das sind halt noch Belastungen und die enttäuschen dich und das, ja, und das sind diese Unleiden und da spiegelt ihr euch wieder, ne. Hier sind Unleiden, Ängste, es belastet, du blockierst erstmal noch so einen Neuanfang in den Gefühlen. Und ja, das ist, ne, also er liebt dich auf jeden Fall, hat hier aber noch Unklarheiten, ne, und du blockierst deine Gefühle wahrscheinlich gerade und es fühlt sich halt auch sehr, sehr belastend gerade bei dir an, ne, so wie ich mitbekomme. Okay, jetzt geht's an die nächsten Schritte. Welche nächsten Schritte macht dein Gegenüber jetzt in deine Richtung demnächst? Komm, eine möchte ich noch oder zwei. Welche nächsten Schritte macht dieses Gegenüber? Welche nächsten Schritte macht dein Gegenüber in deine Richtung? Also jetzt guckt er sich nochmal was an. Entweder hat das mit einer Reise zu tun, mit einem Umzug oder ne, dass er sich die Sehnsucht vielleicht auch zu dir anguckt. Ja, so ein bisschen denkt er, wir klären das gleich nochmal ab. Huch, oh, na jetzt haut es ihn ja gleich vom Hocker hier, Mensch. Okay, wir fragen, was will der Fuchs sagen? Was will der Fuchs denn sagen? Ja. Und der Kummer? Ja, da geht es irgendwie noch hier um einen Kummer im Inneren, was nervös macht. Also die nächsten Schritte in deine Richtung sind, er schaut sich das Ganze nochmal an wegen der Reise, Umzug oder der Sehnsucht in deine Richtung. Ne? Aber ja, aber irgendwie der Fuchs, der guckt so rein und er sagt irgendwie so, entweder denkt man hier noch drüber nach, weiß man noch nicht so richtig, enttäusche ich sie jetzt damit, wenn ich mich auf die Reise mache, ne? Oder was soll ich jetzt tun überhaupt wegen dieser Reise? Vielleicht will er es aber auch hier schlau anstellen, ne? Mit dieser Reise oder diesem Umzug oder ne? Mit dieser Sehnsucht, die er hier in deine Richtung hat. Aber ich sehe, er hat hier noch einen großen Kummer und das hat hier mit innerlichen Themen noch zu tun, denn hier
Im Inneren ist hier diese Nervosität, diese Unruhe. Das macht ihn alles unruhig, diese ganze Sache, ja. Und das kann entweder mit der Familie was zu tun hat, dass man sich mit der Familie trifft, irgendwie hier noch was, ne? Oder es kann hier damit zu tun haben, dass es generell um ein Treffen geht, ne? Oder ja, um die Sicherheit irgendwie, so im Öffentlichen oder wenn es auch um eine Arbeit geht. Na, weil wir haben hier oben ja auch, es müssen nicht unbedingt die Fische, die Gefühle sein, wenn das die Finanzen sind, dann macht er sich vielleicht auch irgendwie so Gedanken über die Arbeit, ja, so im Inneren, dass es alles so nervös ist, diese ganze Sache, weil man ja nochmal wegreisen muss, vielleicht auch, mir kommt auch so eine Geschäftsreise oder sowas hat, man hat aber Angst, dich zu enttäuschen, man macht sich viele Gedanken, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und oder wenn es jetzt generell um eine Reise geht, ne, dass er vielleicht denkt, das könnte alles noch so enttäuschen. Ja, schauen wir mal, was sind denn deine nächsten Schritte in die Richtung deines Gegenübers? Und da spiegelt ihr euch auch wieder, weil du guckst dir ja auch noch einiges an. Ne, was sind deine nächsten Schritte? Oh, du guckst dir nochmal die Liebe hier an. Okay. Bitte noch eins, zwei Karten, da haben wir sie schon. Ja. Also deine Seite sieht da schon ein bisschen besser aus, ne? Weil du entscheidest dich hier im Endeffekt, dass du dir nochmal diese Liebe anguckst zu ihm, ne? Dass du vielleicht auch in der nächsten Zeit nochmal schaust, wie sieht es dann hier so aus in der Liebe. Und du triffst die Entscheidung entweder dann für ein Treffen, ne? Dass man sich hier vielleicht auch nochmal treffen tut oder dass man sich hier generell harmonisch auf ihn ausrichtet. Na, egal wie es hier gerade ist, du versuchst dich hier harmonisch auszurichten. Na gut, wir haben bei Ihnen noch einen Kummer da dann, aber du, also deine Seite sieht auf jeden Fall hier richtig super aus. Na. Aber bei ihm ist halt so noch ein bisschen der Wurm drin. Er war ja noch so überlegt, wie stelle ich das am besten an mit dieser Reise oder mit diesem Umzug, na, ohne dass ich enttäusche. Na, und da macht er sich viele, viele Gedanken. Das ist so ein richtiges Gedankenkarussell, was er da hat. Na, und dieser Kummer dann noch im Inneren, na, das macht den alles so nervös, na, diese ganze Sache. Okay, ich würde jetzt einfach mal fragen, wo geht's denn bei euch generell hin? Komplett danach. Wo führt das Ganze dann im Endeffekt hier mit dieser Legung, mit diesen zwei Gegenüber, mit diesen Gegenüber? Wo führt das Ganze letztendlich hin? Na, der Fuchs in Enttäuschung erstmal noch, Belastungen, ne? Also das wird schon noch etwas enttäuschen und belasten, ne? Kann ich schon mal sagen. Ja, ach, ich habe es auch noch so gespürt. Entweder man trennt, oder, also entweder ist es so, dass der Fuchs rausgeht, weil der zeigt ja jetzt hier nirgends rein. Ne? Und dass man sich von diesen Belastungen trennen wird, oder es kommt hier eine schicksalhafte Veränderung rein. Das kann natürlich auch sein. Eine schicksalhafte Veränderung, und wie geht es dann weiter? Ja, man hat Klarheit und trifft hier noch die Entscheidung und für was? Ja, man hat dann mehr Klarheit darüber, ne? Trifft dann Entscheidungen und ja, der Hund, ne? Entweder, dass man das Ganze freundschaftlich hier noch macht, oder es geht ganz einfach darum, ja, dass es hier, dass man hier noch festhält aneinander, ne? Dass man sich hier wieder treu ist, festhält. Das hier oben kann natürlich auch andere Situationen noch beinhalten. Es kann sein, dass hier vielleicht noch Belastungen wegen der Arbeit nochmal kommt, ne? Oder dass man sich generell von dieser Arbeit, von diesen Belastungen vielleicht auch trennt oder hier wirklich ja, eine schicksalhafte Wende, ein schicksalhaftes Ende, eine schicksalhafte Trennung von etwas reinkommt, irgendeine Veränderung kommt auf jeden Fall hier bei euch rein. Ja, und dann hat man mehr Klarheit und man entscheidet sich generell dann dafür, entweder für die Freundschaft oder ne, generell daran, hier trotzdem festzuhalten an dieser Sache. Ja. Ja, das ist schon. Das sind schon krasse Energien, ne?
Ja, und da sehe ich auch hier auf dem unteren Kartendeck diesen Zusammenhalt, dass man eine Lösung findet, hier entweder für die Finanzen oder für diese Gefühle. Man richtet, man versucht sich, man tappt zwar noch so ein bisschen im Nebelwald, aber man versucht sich auf die Hoffnung auszurichten. Hier ist noch was in der Stärke irgendwie blockiert oder wegen vergangenen Themen oder vielleicht auch noch wegen dem Chef oder einer Behörde. Es kann natürlich auch sein, wenn ihr so behördliche Sachen habt. Aber das Ganze wird hier geführt und dieser Kummer wird hier schon rausgefressen aus der Verbindung, ne? Ja, und dann geht's hier vorwärts, ne? Hier kommt wieder was ins Wachsen. Ja, meine Lieben, das war die Ehren-du-Spiegel-Legung. Das sehe ich so wieder als so ein bisschen komplizierte Legung heute, ne? Wo die Schlange auch mit drin ist oder diese Komplikation. Und wir fragen jetzt nochmal die Herzkarten, was wollen die denn noch sagen? Nur die Liebe wird dich befreien. Lass das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Ja, also entweder tretet eine neue Liebe in dein Leben oder du sollst diese alten Konflikte, dieses Alte einfach loslassen, damit man hier wieder von neuem beginnen kann. Ja, und ja, hab Vertrauen. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst einmal akzeptieren. Ja, das ist hier die Botschaft noch dazu. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch hier noch ein wundervolles Wochenende, eine schöne Zeit. Ja, dass das so schnell wie möglich hier geklärt wird und in den Frieden reinkommt. Und wir hören uns dann morgen wieder mit dem Wochenorakel. Ne? Ciao, ciao.